Das sind die aktuellen Meldungen vom 4. August. Immer mehr Südbrandenburger nutzen das Hilfsangebot der Tafeln des Arbeitslosenverbandes Deutschland. Das teilt die zuständige Bereichsleiterin Carola Lademann auf Anfrage von Senlo24 mit. Vor allem seien immer mehr Familien und Rentner auf die Versorgung angewiesen. Nach ersten Engpässen während der Corona-Pandemie sei das Angebot nun wieder deutlich besser. Eine echte Hilfe war eine großzügige Spende der BASF Schwarzheide an Desinfektionsmitteln. Jedoch verzeichnen die Tafeln immer weniger finanzielle Spenden von Unternehmen. Carola Lademann führt auch das auf die Corona-Pandemie zurück. Die Zahl der bestätigten und statistisch erfassten Covid-19-Fälle in Brandenburg ist am Dienstag auf insgesamt 3.601 angestiegen. Das sind 8 Fälle mehr als am Montag. Aktiv erkrankt sind ca. 80 Personen, davon werden 5 wegen Covid-19 stationär behandelt. Landesweit gelten ca. 3.340 Menschen als genesen. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind die Zahlen weiterhin konstant. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland hat eine neue Rätsel-Radtour für Familien entwickelt. Sie führt um den Senftenberger und den Geierswalder See. An 8 Stationen können Mädchen und Jungen Fragen aus einem Flyer beantworten. So erfahren sie Wissenswertes zum Braunkohletagebau, zu abgebaggerten Orten und zur Flutung der Seen. Die Route verläuft weitestgehend autofrei. Familien mit jüngeren Kindern können die Tour in 2 Etappen teilen. Den Flyer zur Rätseltour erhalten sie in der Touristinformation Senftenberg am Stadthafen und im Internet. Knapp 260 Ermittlungen gegen Baufirmen hat das Hauptzollamt Frankfurt 2019 eingeleitet, unter anderem wegen Schwarzarbeit. Das teilt die Gewerkschaft IG Bau mit, unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium. Laut IG Bau-Bezirkschefin Regina Grüneberg dürften sauber wirtschaftende Firmen nicht wegschauen, wenn sich Konkurrenten nicht an die Regeln halten. Zudem fordert sie mehr Personal für die zuständige Finanzkontrolle. Zuständig ist das Hauptzollamt Frankfurt-Oder für den Osten und Süden Brandenburgs. Das Jobcenter Oberspreewald-Lausitz setzt weiter auf elektronische Kommunikationswege. Einen normalen Publikumsverkehr wie vor der Corona-Krise werde es bis auf Weiteres nicht geben, sagt Geschäftsführer Christian Knapp. Deshalb seien auch persönliche Gespräche ohne schriftliche Einladung nicht möglich. Erreichbar ist das Jobcenter OSL über den Online-Kanal Jobcenter Digital. Auf diesem Weg können Kunden ihre Unterlagen zeit- und ortsunabhängig einreichen. Außerdem spare es Porto und Fahrtkosten. Zu den Kurzmeldungen. Der Seespielplatz in der Großregener Rembrandtstraße bleibt an diesem Mittwoch und Donnerstag geschlossen. An beiden Tagen gibt es Reinigungsarbeiten auf dem Areal. Und freie Fahrt heißt es wieder an Ortrand. Am vergangenen Wochenende wurde die seit Mitte März gesperrte Elsterwerder Straße freigegeben. In diesem Abschnitt wurde ein früheres Wohnhaus abgerissen. Und zum Abschluss der Polizeibericht. Polizeibeamte wurden am Dienstag gegen 3 Uhr auf die A13 gerufen. Nahe Kittlitz fuhr ein Pkw in Schlangenlinien auf der Autobahn. Die Polizei stoppte das Auto und kontrollierte die 46-jährige Fahrerin. Die Beamten rochen deutlich Alkohol und entdeckten eine fast leere Flasche. Zu einem Atemalkoholtest war die Frau nicht in der Lage. Einen Drogentest verweigerte sie. Eine Blutprobe wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Räder des Autos waren derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt ohnehin nicht möglich war. Das also die Meldungen und jetzt noch das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. In den kommenden Tagen läuft der Sommer wieder zur Höchstform auf. Am Mittwoch erreichen die Werte bei viel Sonnenschein 26 Grad. Am Donnerstag erwarten uns sonnige 27 Grad und am Freitag steigen die Höchsttemperaturen wieder über 30 Grad. Regen ist bis zum Wochenende nicht in Sicht. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.